Es ist Dienstag, der 24. Ich begrüße euch herzlich zu diesem neuen Tag. Es heisst im Psalm 18, Vers 31, kurz und bündig: Gottes Wege sind vollkommen. Auf eine meiner Videoandachten habe ich ein Feedback bekommen. Es gibt es natürlich öppe, aber das hat mich sehr bewegt. Das ist eine bewegende Geschichte. Wirklich. Und ich gehe jetzt nicht auf den Inhalt ein, es wäre niemandem gegenüber fair. Hingegen, was mir wichtig erscheint, ist einfach, wie Gottes Wege vollkommen sind. Ich möchte das an diesem einen Beispiel zeigen. Ich wollte zurückschreiben. Vielleicht kennt ihr das auch. Ich wollte, oder? Man will. Und dann kommt aber etwas dazwischen. Und dann sieht man immer das Mail, das man ja beantworten will. Es rutscht immer ein bisschen an. Zuerst heisst es noch gestern, dann vorgestern, dann letzte Woche. Und man wollte unbedingt antworten, ob schon noch die Wege schon bereits fast vollkommen sind. Es ist sehr unkompliziert, auf das Mail zu antworten. Man spart sogar viel Zeit. Und das ist vielleicht bei euch auch so. Man sieht rot sogar Schreibfehler angezeichnet. Also es wird eben alles sehr einfach gemacht. Ich hätte wollen zurückschreiben. Aber nachher ist es passiert. Ich war im Stress vor einer Beerdigung und drücke auf einen falschen Knopf, dann hat es mir sämtliche Mail gelöscht. Alles fort. Häufen Ungemache. Ich wusste, dass sie Häufen vergrabene Hünge jetzt dort. Zeug, die man beantworten sollte. Zeug, die man sich merken sollte. Das habe ich aber alles nicht mehr gewusst, was es sonst noch wäre. Einfach eins habe ich gewusst, das wäre die Antwort auf das Mail. Das hat unbedingt müssen sein. Und in solchen Momenten sehen wir sich natürlich zurück zu der Briefpost. Da hat man wenigstens eine Adresse in den Finger. Da weiss man, wem schreiben. Ich weiss, jetzt könnt ihr mir häufig gute Ratschläge mal zuschicken. Die kenne ich alle zusammen auch. In solchen Momenten verwünscht man nachher die digitale Einfachheit von der Welt. Die breite Brücke von der Kommunikation war also unbegehbar, fast abgerissen. Bleibt eben noch so ein schmales Fußbrückli, so ein Fußgängerbrückli. Das heisst für uns als Christen halt, das Gebet, die Beten nachher, Herr, lass doch den Kontakt auf irgendeine Art wieder zustande kommen. Nicht wahr, so ist es doch. Die vollkommenen Wege von Gott, die fangen eben genau dort an, auf dem schmalen Brückli, dort, wo wir Gott um Hilfe anrufen. Die vollkommenen Wege von Gott hören manchmal fast ein bisschen im Nichts auf, wir warten. Wir warten, du gibst das Zeug immer wieder Gott ab. Wir erinnern ihn daran zwischen und sagt, ja, ich habe das bei dir deponiert, das ist okay. Ich kann auch warten. Und dann kommt irgendwoher, vielleicht ein halbes Jahr später, aus einer ganz anderen Ecke von der Schweiz ein Telefon, so ist es mir gegangen. Ein Kollege hat mir angerufen wegen irgendetwas. Und am Schluss vom Telefon hat er gesagt, übrigens, in unserer Gemeinde gibt es so jemanden, der euch vor langer Zeit ein Mail hat geschrieben, aber keine Antwort hat bekommen. Und nachher habe ich gemerkt, das sind die Wege von Gott. Das hätte so müssen sein. Und warum sind die vollkommenen Wege nicht einfach die breiten, schönen, grossen Brücken, wo alles gängig schön geschmiert läuft? Gott macht Umwege. Gott legt Wartezeiten ein. Diese Wege führen dazu, dass wir Menschen lernen vertrauen, lernen Geduld haben, lernen etwas von ihm erwarten. Und plötzlich kommen noch andere Personen ins Spiel und plötzlich kommt sogar ein Arrangement zustande, wo man dann so jemanden noch sogar trifft. So wird es nämlich sein, weil ich bin da zu einem Anlass eingeladen worden. Jetzt freue ich mich, würde die Person können lernen kennen persönlich. All das wäre nicht möglich gewesen, wenn Gottes Wege nicht so vollkommen wären und wir nicht darauf einsteigen würden. Ich wünsche euch einen schönen Tag.